Hallihallo, liebe Leute. Es geht weiter mit Outlast 2. Die Stimmung ist gut. Auch wenn die ganzen creepy Bastarde da draußen schon wieder die ganzen Fenster blockieren. Und mir schon wieder an die Wäsche wollen. Lasst uns dadurch nicht die Stimmung versauen. Dieser Scheißkerl, ne? Hab ich den jetzt eigentlich abgehängt? Ich will auf jeden Fall die Aufnahme haben. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Kranke Bastarde, ey. Einfach nur krank. Krankes Spiel. Kranke Person in diesem Spiel. Meine Güte. What the fuck is this? Da muss man sich hier an der Seite vorbeiziehen. Lecker. Da sind wohl ein paar geradeaus gelaufen und dann hier von den Stacheln aufgespießt worden. Na, jedem das seine. Hier ist ein Zettel. Gott weiß, was ich getan habe, und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr, doch bitte zwing mich nicht Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Knots Kind und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein. Bei den Albträumen und dem Leid in und um mir. Ich bin dein. Spinner. Bande von Spinnern. Alles Inzucht und weiß ich nicht. Ah, eine Batterie. Ich hätte es gehofft. Ich hatte es inständig gehofft. Es waren schon ein paar miese Schocker wieder dabei. Bis jetzt. Jetzt geht das wieder los. Ah, ich muss hier hoch. Laufen wir mal in diese Richtung, ne? Ich weiß halt nicht, ob das richtig ist. Da hat mir der Kerl echt den Weg versperrt. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie ich da hätte durchkommen können.
Er ist im Haus. Ja, ich bin im Haus. Missgeburten. Jump. Wie komme ich mir vorbei? Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg, frage ich mich. Es ist anscheinend wirklich so, dass es immer nur einen richtigen Weg tatsächlich auch gibt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Ah, hier. Da ist mir das jetzt mal nicht aufgefallen. Und dann diese fürchterliche Musik dazu. Was soll habe ich da gerade gemacht? Oh. Wollten mich pieken. Ah ja. Hab's. Nein, das ist hier, kriechen. Gar nicht mal so dumm. Ah. Habe ich's verstanden. Finally. Batterie? Irgendwo hier? Nur eine Lampe, keine Batterie. Da ist wieder Papa Knut. Hier mal Verband. Die man bis jetzt eigentlich relativ selten nutzen musste, konnte. Finde ich persönlich. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung, für Zwecke abgesehen vom Kopieren Knuts Evangeliums, muss von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder die Verschwendung von Papier steht die Blutstrafe. Ja, und dafür, dass er das darauf geschrieben hat, müsste es doch eigentlich auch schon direkt die Blutstrafe geben, ne? Das ist doch eigentlich überflüssig, sowas irgendwie auf Papier zu schreiben. Na, greift er mich an? Der sexy Boy? Wo geht's denn jetzt? Oh, hier. Das wäre so eine Art Kirche hier. Don't be afraid. You're going to heaven, denke ich mal. What the fuck? Going to heaven. God. Before they killed the children. You should have loved me. What am I doing? Eigentlich hinter mir gerade jemand? Nein. Oh oh. Ach so. Batterie alle. Okay, damit komme ich klar. Ist hier wieder das gleiche. Nehme ich lieber mit oder ohne? Nachtsicht. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier schon wieder? Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr erfreuen, denn sie sichert ihnen einen Pfad im Himmel. Denk daran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein.
Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet Jona vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötet Isaak im Herzen. Projekt Engel zeichnen. Wer könnte der Feind sein? Also das gibt mit Sicherheit alles irgendwie Sinn. Auf seine komische, eigene, abstruse Art und Weise. Hätte ich hier runterspringen sollen? Auf jeden Fall muss ich mich heilen. Irgendwie blutet er auch immer nur am Arm, ne? Was ist das da? Schon wieder so ein Zettel. Mama, Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden, aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lasst mich nicht töten. Ich liebe dich und Papa Juliana. Ach du Scheiße. Jetzt wird's aber lächerlich. Jetzt wird's wirklich pervers. Ich mag das gar nicht, in welche Richtung das hier gerade abdriftet. Ah, hier. Das Ding. Kann ich mit Sicherheit schieben. Da hat schon mal einer versucht, rüber zu klettern. Hui. Schon wieder die irre Alte. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich hin muss. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Zettel. O Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben. Und ich verabscheue jene Sünden, denn ich beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Knots nicht mehr sündige. Hat mal gehört, als ich mich letztes Mal ein bisschen über Outlast 2 erkundigt habe, dass das Ganze wohl auf einer wahren Geschichte basiert. So grob jedenfalls. Wenn man das im Hinterkopf hat, wird das Ganze irgendwie noch ein Stückchen mehr pervers. Finde ich. Die Frau mit dem Messer war hier. Eieiei. Kapitel 10. Erstens. Dann zeigte der Herr mir das Werk, das auf dem Amboss Temple Gates geschmiedet werden soll. Eine Klinge scharf, dass sie selbst die Kehle des spinnenäugigen Lamms schneiden kann. Und ich versammelte meine Jünger aus dem Land Al-Barkuk und der Stand Holy Faith und von den impotenten Apokalyptikern in Los Alamos. Ständig gejagt von den Zöllnern und ihren Steuersammlern gehetzt, wanderten und wuchsen wir zu einem Stamm durch die Wüste.
Der Herr gab Ezekiel mehr Frauen als Brüder, doch ich wies keine ab, weder Diebe noch Huren, Vergewaltiger, Süchtige, Mörder, Kinderschänder, Krüppel. Und ich fragte den Herrn um Rat wegen der Versuchung vieler Frauen, und eine Stimme starken Weines sprach: Kannst du nicht Abraham, Jakob, David und Salomon? Kennst du nicht? Ich befehle nur, dass keine Frau gegen ihre Schwester eifert, und entdeckte nicht den Körper der einen, solange die andere lebt. Und nimm nicht deine Töchter über ihre Mütter vor ihrem ersten Blut oder wenn die Ältere noch lebt. Und deine Frauen und Töchter werden deine größten Kriege haben, in Wimpeln mit Waffen, die weinen. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauen zu zeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kinder mit diesen, bis dein Blut eine Nation ist. Und von dieser Nation, ich sag ja, das ist alles Inzucht. Alles Inzucht. Naja, liebe Leute. Nichtsdestotrotz mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir hören uns dann beim nächsten Part wieder und dann gucken wir mal, ob wir hier den richtigen Weg finden. Irgendwie muss es hier ja weitergehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.